Auch wenn es ein bisschen nach Panik aussieht, wie die Menschen hier im Hintergrund mitten in Shibuya hier über die Kreuzung strömen, mit Panik hat das Ganze nichts zu tun. Ganz anders möglicherweise gerade, was wir an der Börse gesehen haben. Denn die Bewegung, die wir gesehen haben im DAX beispielsweise, aber auch bei den amerikanischen Indizes, aber auch beim Euro, US-Dollar beispielsweise, beim Gold nicht ganz so stark, Öl ebenfalls sehr, sehr hektisch. Die hatte schon etwas von, was war das denn jetzt im Himmelswerk gerade? Woran lag es? Ja, da gibt es sicherlich viele Gründe. Die Einkaufsmanager in der Indizes, die in Europa jetzt gerade hier veröffentlicht wurden, nachher noch in Amerika veröffentlicht werden, die sind alle deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Die waren schon schlechter erwartet worden, aber sind noch schlechter ausgefallen. Dass den Kurs schon so runtergetrieben hat, ich weiß es nicht. Man konnte ebenfalls Nachrichten lesen, dass es für Trump nicht so gut aussieht im Moment. Jawohl, er sagt gerade, es ist gefährlich, aufpassen alle. Jawohl, das ist natürlich goldrichtig. Nicht nur als Tipp hier für den Straßenverkehr, sondern auch an der Börse haben wir ja gesehen, wie heftig es da eben mal losgehen kann. Und wir haben Trump eben gerade, habe ich angesprochen, Nachrichten auf dem Tisch liegen, dass Trump möglicherweise die Ukraine-Krise, sage ich jetzt mal, oder es wird eine Ukraine-Krise für ihn, dass ihm das noch um die Ohren fliegen wird. Impeachment ist das Thema. Hier könnte es noch mal eng werden. Genaue Details weiß ich leider noch nicht. Ich bin ja auch von hier unterwegs. Also wenn Sie googeln mögen, könnten Sie das mal ebenfalls im Hinterkopf haben. Das sind relativ neue Nachrichten und scheinen nicht sich unbedingt positiv ausgewirkt zu haben für den Markt. Aber was erwarten wir auch? Auf der anderen Seite müssen wir ganz ehrlich sein. Hey, was haben wir erwartet? Eigentlich perfekt. Charttechnisch eigentlich mustergültig, was es hier zu sehen gab. Der Markt ist hier perfekt gelaufen in einem wunderschönen Aufwärts-Move seit, ich sag mal, Mitte August. Sehr schnell, sehr stark. Und dann hat er eine wunderschöne ABC-Bewegung jetzt eben gezeigt. Die sieht klein aus, aber für die zählende Zunft unter uns, es könnte die vierte Welle sein, es ist nahezu perfekt, ungefähr 12.200 plus ein bisschen. Hätte auch ein klein bisschen mehr sein dürfen, aber irgendwie so in der Richtung, das wäre ein klassisches, ein typisches Ausmaß hier für so eine Bewegung. Und genau das haben wir gesehen. Also insofern, was wollen wir denn tatsächlich noch mehr? Wir können also davon ausgehen, ist vielleicht noch zu viel versprochen, aber wir können im Hinterkopf behalten, dass die Abwärtsbewegung, die Korrektur, beste Chancen hat, jetzt zu Ende zu sein und sowas wie eine Bullenflagge ausbildet, dass das Ganze jetzt eben eine ganz normale Korrekturbewegung war und die nächste Bewegung wieder ein Schub nach oben sein dürfte und dann auch die Sommerhochs beim DAX rausgenommen werden dürfen. Die Chancen dafür stehen zumindest mal nicht schlecht, aber nicht den Tag vor dem Abend loben, denn noch kann da mehr folgen. Wenn der Markt nun mal nervös ist, dann ist er nervös und dann reagiert er mitunter auch ganz schön heftig. Worauf kann man sich jetzt fokussieren heute? Natürlich nochmal am Nachmittag, 14:30 europäischer Zeit, hier ist das schon rum, aber europäischer Zeit, gibt es nochmal den Einkaufsmanager-Index aus Amerika. Der kann natürlich ebenfalls nochmal für Schwung sorgen. Natürlich Nachrichten Trump bezüglich, das ist immer natürlich was. Thomas Cook natürlich ist ein Thema, allerdings aus meiner Sicht weiß ich nicht, ob das wirklich den Markt so stark hier nach unten pusht. Das halte ich für eher mal gesponnen, es sei denn, die ganzen Urlauber, die jetzt traurigerweise festhängen, müssen ihre Aktiendepots per Computer, hätte ich fast gesagt, per Handy verkaufen, um an liquide Mittel ranzukommen, um irgendwie nach Hause zu kommen. Aber wollen wir mal hoffen, dass das ein sehr trauriger oder müder Gag war. Trotz alledem, es ist als Nachricht natürlich auf dem Tisch. Was man als Händler tun kann, ist, dass man jetzt genau hinschaut, wie die Bewegung ist. Wenn ich jetzt eben gerade im kurzfristigen Chart geschaut habe, so 15 Minuten Basis, dann sah das gar nicht so doof aus. Der Markt hatte wieder einen Schub nach oben gebildet. Und wenn wir jetzt wieder was Wackeliges im kleineren Bild nach unten sehen, dann haben wir wieder das, was wir eigentlich brauchen. Das ist keine Garantie, dass der Markt dann nach oben geht. Deshalb Stichwort Trigger, um dann in der Hoffnung nach oben auszubrechen, dann mit dabei zu sein, bricht der Markt doch wieder nach unten aus. Ja gut, dann war es ein nice try, aber es gab keine Chance. Umgekehrt, wenn der Markt jetzt wackelig doch nach oben kommt, was wir vielleicht im Laufe des Tages als Entwicklung noch sehen werden, dann hätten wir die besten Chancen, dann die Abwärtsseite beim Trigger auf der Unterseite nochmal mitzunehmen. Trigger auf der Unterseite, nochmal kurz erklärt, das letzte Zwischentief. Gucken Sie im Kleinen dann zwischen hoch, also letzte Hoch, vorletzte Hoch, dazwischen das Tief.
in der Abwärtsbewegung. Es ist eigentlich relativ einfach. Natürlich können Sie andere Hilfsmittel ebenfalls verwenden, wenn Sie mit Indikatoren fit sind, wenn Sie mit Candlestick-Pattern. Gibt es viele Möglichkeiten, sich hier in den Markt vorsichtig reinzuwagen, gegebenenfalls Positionen langsam aufzubauen und ganz wichtig in aktueller Situation den Stop natürlich zu platzieren und gegebenenfalls mit Trailing-Funktionalität auszustatten, sprich nachzuziehen, wenn es dann doch in die richtige Richtung läuft. So, die richtige Richtung ist für mich jetzt in diese hier. Deshalb werde ich mich jetzt hier mal auf den Weg machen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für heute, dass Sie auf dem richtigen Weg sind in den Märkten, dass Sie nicht unter die Räder kommen, wie man das hier vielleicht bei dem einen oder anderen an der Kreuzung hier mit den Shibuya erwarten kann. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie.